Ich möchte heute mit euch in die Vergangenheit blicken. Wie das möglich ist, das verrate ich euch jetzt. Also der Grund dafür ist, dass Licht zwar extrem schnell ist, aber eben nicht unendlich schnell. Es hat eine begrenzte Geschwindigkeit und deshalb können wir in die Vergangenheit blicken. Also wenn ich mich im Alltag und mit einem Menschen unterhalte, dann spielt es überhaupt keine Rolle. Die Zeit, die das Licht braucht von meinem Gegenüber in mein Auge, die ist gar nicht wahrnehmbar. Wenn ich zum Mond schaue, ist schon etwas anders. Da ist das Licht schon so etwas mehr als eine Sekunde unterwegs. Von der Sonne zu uns ist es schon etwa 8 Minuten unterwegs. Wir sehen die Sonne also immer so, wie sie eigentlich vor 8 Minuten aussah. Hier in der Ausstellung haben wir ein Gedankenexperiment aufgebaut. Wir haben hier Alien-Teleskope, in die man reinschauen kann. Stellen wir uns also vor, wir säßen in einem Raumschiff in der Nähe unseres Nachbarsterns Proxima Centauri und würden von dort in ein Alien-Teleskop reinschauen. Die haben da echte Superteleskope drin und würden auf die Erde blicken. Was würden wir sehen? Ja, wir würden jetzt in diesem Moment vielleicht einen Mann mit gelben Haaren und einer lustigen Frisur sehen, der sich irrsinnig darüber freut, die Wahl gewonnen zu haben. Wir auf der Erde, Donald Trump, wissen, dass auch diese Zeit vorübergeht. Jetzt reisen wir mal noch weiter aus unserer eigenen Galaxie hinaus, der Milchstraße, in die nächste, unsere Nachbarspiralgalaxie, den Andromeda-Nebel. Würde ein Alien von dort jetzt im Moment in ein Teleskop gucken und auf die Erde, was würde es sehen? Ja, er würde nicht mal uns Menschen hier rumlaufen sehen. Er würde vielleicht einen Vormenschen, einen Australopithecus afarensis, eine Lucy sehen, die hier rumläuft. Ja, je weiter man sich entfernt, desto weiter schaut man in die Vergangenheit. Heute kann man mit modernen Teleskopen schon ganz weit in die Vergangenheit gucken, sogar fast bis in Richtung Urknall. Also der war vor 13,8 Milliarden Jahren. Und mit einem tollen Weltraumteleskop kann man schon so fast 13 Milliarden Jahre zurückblicken. Ja, wenn ihr mehr über die Zeit erfahren wollt, dann schaut euch doch einfach mal eines unserer anderen Videos an.